Der Moment der Wahrheit. Verkehrskontrolle der Polizei. Worauf muss man vorbereitet sein? Was wird kontrolliert? Ja, wir kontrollieren den Führerschein natürlich und die Voraussetzungen der Gültigkeit. Wir kontrollieren den Zulassungsschein. Wir kontrollieren den Personentransport. Wie schaut es aus mit Gurt, mit Kindersitz? Sind Kinder im Fahrzeug? Dann natürlich Rundherumgang vom Fahrzeug. Wie schaut es technisch aus? Ist die Bereifung in Ordnung? Ist die Begutachtungsplakette in Ordnung und der Gesamtzustand sonst? Es geht bis hin zu einer Überladung auch von Personenkraftwagen, da die nicht eine besonders große Nutzlast haben meistens. Man sollte grundsätzlich akzeptieren und darauf gefasst sein, dass man einen Alkoholvortest machen muss. Der wird häufig fast bei jeder Kontrolle gemacht. Sollten sich dann Verdachtsmomente ergeben auf eine Alkoholisierung, dann wird ein richtiger Alkoholtest durchgeführt und entsprechend eingeschritten bis zur Führerscheinabnahme. Wie im normalen Leben gilt auch bei Kontrollen, der Ton macht die Musik. Es sollte eigentlich grundsätzlich keinen Stress geben bei einer Kontrolle. Der Polizist macht seine Arbeit und es hat sich gezeigt in der Erfahrung, wenn man den gegenseitigen Respekt aufbringt, gibt es kein Problem bei einer Kontrolle. Die nächste Verkehrskontrolle kann also kommen.